Chat, irgendjemand von euch war so lieb und hat mir gesagt, dass ich unten einen Schlüssel vergessen habe. Aber ich habe vergessen, wo ich den Schlüssel vergessen habe. Irgendwo im unteren Bereich hieß es. Das Game ist so mies? Mies gut, meinst du wohl. Ihr wolltet Horror, ihr kriegt ihn. Auf dem Waschbecken, Toilette. Danke schön, Shirunaya. Sehr lieb. Ist jetzt weg? Oh, hier ist wirklich ein Schlüssel. Gutes Auge. Damit können wir jetzt bestimmt irgendwas Wichtiges aufmachen. Kommt mit, Chat. Wir probieren einfach mal ein bisschen rum, okay? Der passt nicht. Der passt nicht. Wartet. So mache ich das. Okay. Der Schlüssel, den wir gefunden haben, passt hier nicht rein. Aber es gibt noch viele weitere Orte, an denen wir den Schlüssel ausprobieren können. Bleibt einfach in meiner Nähe. Okay. In meiner Nähe bleiben ist gefährlicher, als ich dachte. Vielleicht teilen wir uns doch lieber auf. Tut mir leid. So gestorben, anderes Spiel? Oh, oh. Hat das Spiel sich aufgehangen? Okay. Ja, das Spiel hat hier und da noch so ganz kleine... Das könnte hier und da noch so ein ganz kleines bisschen verbessert werden, ja. Aber dafür ist es schnell neu gestartet. Okay, Chat. Schnell. Badezimmer. Schlüssel. Jetzt wollen wir nach oben. Bleibt bei mir. Wenn ihr euch noch traut nach der Enttäuschung. Ich lasse nicht zu, dass ihr euch nochmal wehtut. Komm her, Clown! Noch einmal wirst du mich nicht anrühren. Schnell nach oben, Chat! Beeilen wir uns! Hier ist ein Bücherrätsel. Aber wir haben noch keine Ahnung, wie man das löst. Deshalb machen wir jetzt Folgendes. Wir gehen erstmal hier hin und sehen, dass dieser Spind bereits geöffnet wurde. Na gut, fuck me. Was wir jetzt machen ist, wir klettern nach oben auf den Dachboden. Da gab es auch noch mindestens einen abgeschlossenen Spind. Der steht uns jetzt vielleicht zur Verfügung. Oh, oh ja, nice. Ein weiterer Schlüssel. Okay. Also zurück in das Zimmer hier. Wir müssen nur aufpassen. Ich weiß nicht genau, wo der Clown gerade ist. Vielleicht sollten wir auf den Videofeed gucken. Das ist die Etage unter uns, der Korridor direkt unter uns. Am Ende des Korridors, ganz weit hinten, ist unsere Leiter. Ich würde sagen, wir warten, bis er daran vorbeiläuft und dann klettern wir runter. Juhu, noch ein Schlüssel? Das ist gut. Den können wir jetzt in dem Zimmer von eben benutzen oder im Keller. Ich glaube, im Keller haben wir im Keller schon aufgeschlossen? Ich weiß nicht genau. Funktioniert das Ding überhaupt? Da ist er. Kontrolliert hier Stück für Stück die Zimmer des Hauses. Geht wieder runter. Unser Zeitpunkt ist gekommen. Au. Hä? Hier war schon offen. Bin ich doof? Warum habe ich mir das nicht gemerkt? Uwu. Uwu? Dankeschön, Mini, für die 6 Monate. Danke für das halbe Jahr. Hallo. Okay. Wir müssen vorsichtig runter zum Abspeichern. Oh oh. Bitte nicht, Herr Clown, bitte nicht! Ein kleines hungriges Schweinchen.
Hä? Hier ist auch schon offen. Warte, vielleicht ist der Schlüssel für die Haustür, Chat. Das könnte doch sein. Oh! Kurz abspeichern. Hab ich gesch- Wo ist er? Ist er über mir, oder was? Ach, da. Okay. Tür schließen, schnell! Okay, gute Arbeit. Jetzt schnell ans an die Tür. Komm, vielleicht kommen wir hier auf. Keiner der Schlüssel passt hier. Okay. Wo können wir noch Sachen aufschießen? Wieso darf ich nicht speichern? Oh, die hier, der Seitenausgang. Wartet, hier hinten. Regel davor? Okay. Hier kommen wir bestimmt jetzt raus. Auch nicht. Hä, wie hat er die Tür aufgemacht, wenn ich den Riegel davor hatte? What the fuck? Okay, Chat. Küche. Wir sind in der Küche, haben versucht, diese Tür aufzuschließen, aber unser Schlüssel passt nicht. Wo haben wir noch Spinde oder Ähnliches, die wir bisher nicht aufgemacht haben? Gab es noch eine abgeschlossene Kommode oder so? Wir haben auch noch den Hammer, den wir bisher nicht benutzt haben. New Hammer not yet needed. Wird noch nicht gebraucht. Und wir haben die VHS-Kassette, die wir bisher auch noch nicht benutzen konnten. Im Bad? Ich meine, wir können mal vorbeigucken. Oh oh. Bitte bleiben Sie draußen, Herr Clown. I don't know, boys and girls. Oh shit, wo kommt der denn her? Meint ihr, wir sollten zum jetzigen Zeitpunkt das Bücherrätsel gelöst haben? Bah! Huh. Ich bin ein kleines Schweinchen. Ein kleines, hungriges Schweinchen. Gesponserter Zuschauer, wie toll. Dass du Clownart spielst, Schwabel. Es ist ein Privileg, einem so begabten Spieler wie dir, mit solch einer positiven Einstellung bei diesem komplexen Spiel zuzuschauen. Danke, Schwabel, du bist der Beste. Genauso wie Clownart. Danke, danke, vielen Dank für die, die ist gar nicht da. Schack, danke für die 5 Monate und Hinkel, danke für die 14 Monate. Vielen Dank für den Support. Okay, Chat. Wir brauchen einen Plan. Wir brauchen eine Strategie. Wie kommen wir nach draußen? Ich wünschte, ich könnte die Dinger einfach aufhauen mit dem Hammer, aber das geht bisher nicht. Wir haben hier ein Bild von einem gruseligen Kind, das an der Decke klebt. Hm? Wir haben Medizin, wir haben eine VHS-Kassette, die wir bisher noch nicht einsetzen konnten. Wait.
Der einzig funktionierende Fernseher ist der oben. Vielleicht kann ich da mit Rechtsklick die VHS-Kassette einsetzen. Testen wir es doch. Wenn ich jetzt hier... Oh, Rechtsklick ändert nur die Kamera. Wir haben zwei Kameras. Und wenn ich jetzt ins Inventar gehe und dann versuche, die VHS-Kassette zu benutzen? Nichts. Verstehe. Wir kriegen das heute durchgespielt, Chat, okay? Wir schaffen das. Wir müssen nur kurz überlegen, wo wir noch nicht waren. Es gibt einen Raum, in dem ganz viel Dampf ist. Und da drin ist eine Fackel. Aber ich glaube, die Fackel kann ich erst an mich nehmen, wenn der Dampf deaktiviert ist. Der heiße Dampf, der da rumgeblasen wird. Was gibt es noch, abgesehen von dem Kellerraum mit dem Dampf? Es gibt noch eine Hintertür, eine Vordertür. Es gibt das Bücherrätsel, das haben wir auch noch nicht gelöst. Aber wir haben bisher auch noch keinen Anhaltspunkt gefunden, inwieweit das, was da von einem gefordert wird. Das sind einfach random Bücher. Oh. Hat er abgeschlossen? Es sind einfach random Bücher in verschiedenen Farben. Und wir wissen nicht, welche sollen nach vorne und welche nach hinten gekippt werden. Wir haben keine Ahnung. Meint ihr, die haben mit dem Bild zu tun von dem Pferd und dem Ritter? Guck mal. Moment. Sein Umhang ist rot. So. Das Pferd ist weiß. Die Schlange ist grün. Welches? Dieses grün oder dunkler? Ich glaube dieses. Wartet. Eine Tür ist aufgegangen, oder? War das der TWMH, du geile Nudel. Raus aus dem verwendlichen Menü! Oh, danke für den Sir Scorpelton. Danke für den T3-Sub im 22. Monat. Vielen Dank für den Support. Okay. Danke für den fetten Subaroni. Ich glaube, das ist neues Game. Nein, wir haben es doch fast. Was neues Game? Wovon redet ihr? Ich glaube, es könnte tatsächlich mit dem Bild zu tun haben, wo der Ritter den Drachen erschlägt. Einige der Farben stimmen überein. Stop! Warum seid ihr so gemein zu mir? Ist er oben? Ohohoho. Komm mit, Chat! Heute schreiben wir Geschichte! Also, roter Mantel, Drache weiß, nee, Pferd weiß, Drache ist eher so, I don't know. Und ein bisschen braun hat er vielleicht, na, I don't know. Orange oder so? Ja. Hm. Fühlt sich jetzt irgendwie falsch an, aber... Wir haben es auch nicht komplett ausgearbeitet. Gelb für das Gold? Maybe. Ja, gute Idee. Der Sattel ist noch so ein bisschen pink. Hm. Ich bin fertig. Vielleicht war das Grün falsch. Vielleicht eher so. Fuck, dude. I don't know. Die Zimmer sind doch auch farbig, oder? Ja, aber die haben, also fast alle haben hier dieses Grün als Tapete.
Eher rot. Kein Pink, oder? Bro, I don't know, Chad. I don't know, man. Bisher durfte ich keine einzige Balkontür öffnen. Was ist, wenn nur das dunkelgrüne Buch vorsteht? Das dunkelgrüne. Nichts. Gar nichts. Gar nichts. Gibt es unten am Kamin vielleicht Bücher, die synchron mit denen oben? Also, mir kam auch schon die Idee, dass man vielleicht Bücher findet, die die gleichen Farben aufweisen wie die Bücher da vorne auf dem Stapel des Rätsels. Aber egal, welche Bücher wir bisher angeguckt haben im Haus, ich habe keine Bücher gefunden, die die gleichen Farben aufweisen wie hier oben. Wir können gerne nochmal unten gucken, aber bisher bin ich da leider erfolglos geblieben mit. Oh mein Gott, ich habe mich erschreckt. Okay. Jetzt geht er hoch. Okay. Komisch, dass ich das nicht aufschließen kann, ne? So, hier ist der Kamin-Chat. Es gibt ein Radio. Das kann ich an- und ausmachen, aber ansonsten konnte ich damit bisher nichts anstellen. Die Bücher in den Regalen sind alle die gleichen. Keine Farbkombination, die einem da jetzt irgendwie so ins Auge stechen würden. Mal, nehmen wir kurz zu. In der kleinen Rumpelkammer haben wir sonst auch nichts mehr. Nur eine weitere Überwachungskamera. Aber noch kein VHS-Rekorder. Was machen wir da, Chat? Den Kamin oben anzünden? Oh, vielleicht wenn ich eine Fackel hätte? Im Keller gibt es eine Fackel. Also, kommt mit. Ich kann es euch mal kurz zeigen. Wir haben hier diesen wunderschönen Raum, in dem es abdampft. Wenn ich da reingehe, bekomme ich Schaden, alright? So. Oh. Mittendrin ist diese Fackel. Aber die konnte ich bisher nicht an... Torch doesn't need new torch oil yet. Ich kann die ausmachen. Hilft uns das? Oh.
Game of the Year, oder? Ja. Ich sag mal so, Chat. Okay, es hat seine Macken, aber im Spiel gibt es nicht viele Informationen zu diesem Spiel, okay? Im Internet gibt es nicht viele Infos zu diesem Game. Wir können zu den ersten Leuten gehören, die dieses Spiel durchspielen. Weil die meisten natürlich, irgendwo auch nachvollziehbarerweise, das Handtuch werfen, sobald sie sich den Schwierigkeiten und dem einen oder anderen Bug oder Glitch gegenübersehen. Aber nicht wir. Vielleicht habe ich ja irgendeinen Fehler gemacht mit den Schlüsseln. Wir haben noch so viele. Will einfach nirgendwo reinpassen. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Ich will raus hier! Ich dachte echt, mit dem neuen Schlüssel kommen wir voran, Chat. I'm sorry. Aber scheinbar ist dem nicht so. Vielleicht sollten wir das Game aufgeben. Vielleicht hattet ihr recht und... Das Game verdient unsere Aufmerksamkeit nicht. Ich muss hier raus, Meme. Ich muss hier raus! Ich verstehe euch, ja, so ist es nicht, aber... Wenn wir ein bisschen Fortschritt erzielen würden, hättet ihr bestimmt viel mehr Bock. So, ihr würdet euch denken, holy shit. Was hat das Game noch so alles für uns bereitgehalten? Das ist ja toll, dass wir dem Game noch eine Chance gegeben haben. Es ist bestimmt noch irgendwo ein weiterer Schlüssel versteckt. Das wird's sein. Uns fehlt noch ein weiterer Schlüssel, Chat. Right? Irgendwo. Sniffer. Schatulle? Ja, es gibt überall so eine... Hier sowas zum Beispiel, ne? So eine kleine Box, die kann man aber nicht öffnen. Die sind leider nur Bait. Bait. I'm sorry, Chad. I'm so terribly sorry. Bait. Uh-huh, that's my shit. All the girls wanna be like this. Okay, sollen wir was anderes spielen? Nee, ich konnte gar nicht interagieren mit den Dingern, leider. Kannst du diese komischen halbrunden Lampen abchecken? Die sind auch farbig, zumindest oben im Stockwerk. Halbrunde Lampen? Oberes Stockwerk, halbrunde Lampen. Halbrunde Lampen. Die hier? Halbrunde. Halbrunde Lampen. Halbrunde Lampen. Was für halbrunde Lampen? Das Kaminfeuer ausmachen? Ich hab darauf geklickt, aber konnte nicht damit interagieren.
Ich glaube nicht, dass der Rauch im Keller durch den Kamin produziert wird. Das ist eher so eine... Also... Kann sein, aber... Wirkt eher wie ein Gasleck oder... Keine Ahnung. Oba! Wartet! Oh. Chat, wenn ich das Feuerzeug ziehe, also das Feuerzeuggeräusch kommt, wenn ich den Schlüssel ziehe. Was hat es damit auf sich? Oh, ist die Kamera. Die haben wir bisher auch noch nicht benutzt. Die ist halt so für dunkle Räume gut. Sollten wir vielleicht einmal nur damit rumlaufen? Vielleicht ist ja irgendwo an der Wand eine Kombination gekritzelt, die man nur erkennt, wenn man mit der Nachtsicht rumläuft. Was haltet ihr davon? Vielleicht finden wir geheime Codes. Nein, doch nicht, schade. Vielleicht bringt sie nachts was bei dem Rauch? Maybe. Schreit, wenn ihr irgendwas Krasses seht, an dem wir vorbeilaufen. Nee, der Kamin brannte schon vorher im Wohnzimmer, ne? Ja, stimmt. Ich dachte, das wäre jetzt. Ich hätte irgendwie durch das Aktivieren und Deaktivieren der Fackel irgendwas Neues erzählt. Nee. Und wenn du den Clown in den Rauch lockst? Ich habe ihn da schon mal rauskommen sehen. Ich glaube nicht, dass ihm das was anhaben kann. Aber, ich meine, wir haben nichts zu verlieren. Wir können es gerne mal ausprobieren. Ich gehe davon aus, dass irgendwo wieder total bescheuerten Schlüssel versteckt ist. Und die leuchten halt kein Stück. Die sind halt so super unscheinbar versteckt. Okay, Clown. Lass mich dich ganz kurz... auf einen Ritt in heißen Dampf mitnehmen. Wenn mir das wehtut, wird es auch dir wehtun. Hey! Eh? Er fällt mich immer aus dem Auge, sobald ich um die Ecke gehe. Oh, wartet. Mist. Ein Schlüssel in der Ecke, die ich mir vorher nie richtig angeguckt habe. Hier vorne stehe ich nicht so gerne rum, weil er da von hinten kommen kann. Das Feuer kann ich nicht deaktivieren. Ich kann gar nicht damit interagieren.
Im Schrank, im Wohnzimmer? Ist da noch was? Bei YouTube gibt es jemanden, der hat das Game in 7 Minuten durch und der hat nichts mit den Büchern gemacht und ist zur Vordertür raus. Wie? Wie ist er durch die Vordertür gekommen? Schlüssel? Mit dem hier? Geh nicht. Eigentlich solltest du schon die Eingangstür öffnen können. Ja, aber die ist abgeschlossen. Rück mir vom Leib, elender Clown! Babyfotos in den Kamin werfen? Mit dem Hammer irgendwelche Seelen im Boden anheben? Gute Idee. Ja, das sollten wir kontrollieren. Lockere Seelen im Boden. Hier sind Blätter auf dem Boden, aber das hilft uns nicht, ja. Der Boden sieht aber überall fantastisch aus. Richtig gut. Der Hammer wird erst draußen benötigt. Okay. Das heißt, uns fehlt halt einfach der Schlüssel für die Haustür. Und mit dem müssten wir eigentlich entkommen dürfen. Ich habe 2, 3, 4, 5, 6 Schlüssel. Wieso habe ich 6 Schlüssel? What the fuck? Okay. War nicht im Schrank im Wohnzimmer, wo nur eine Tür offen ist, noch ein Schlüssel? Den Schlüssel aus der Küche hast du? Wir können gerne mal hingehen. I don't know. Keine Ahnung. Irgendwas muss mir ja fehlen. Ich bin mir nicht sicher, was ich schon eingesammelt habe und was nicht. Wir haben noch 6 im Inventar. Wir haben bereits 4 oder 5 benutzt. Ich habe also den Überblick schon längst verloren, wo wir was gefunden haben. Wartet. Ist er runtergegangen? Was macht er da? Hochkommen. In die Küche soll ich, ja? Kannst du die Bett auf dem Boden vielleicht irgendwo hin verfolgen? Auf dem Flur liegen auch welche. Die liegen vor dem Rätsel. Ups. Finisher! Danke für die 32 Monate. Hallo. Okay, bin in der Küche, Chat. Hier ist ein Schlüssel. Ich glaube, den haben wir schon. Irgendwo, der lag irgendwie hier, so bei den Töpfen oder so. Auf dem Kamin? Natürlich, auf dem Kamin. Danke. Gute Zusammenarbeit. Hier ist nichts.
Rotes Radio? Ja, ich kann mit dem Radio interagieren, aber ich weiß nicht, was das bringt. Durch die Kamera, oder? What? Nee. Okay, Chat. Fuck that. Ich guck jetzt auf. Wir machen jetzt Reaction-Content. Okay, er ist im Keller, er hebt die Sachen im Keller auf. Easy. Habe ich schon längst gemacht. Schon vor Jahren habe ich das gemacht. Er läuft hier rein. Schließt ab. Okay. Pausiert. Hält inne. Hat hier den Schlüssel genommen? Habe ich schon längst gehabt. Der war bei mir gar nicht mehr da. Habe ich den schon längst gehabt, den Schlüssel. Was macht er jetzt? Geht ins Badezimmer. Schließt wieder ab. Habe ich schon längst. Okay, heute haben wir den geholt hier. Den habe ich eine Weile übersehen. Und der hat oben reingepasst, auf dem Dachboden, in den Spind, wo ein neuer Schlüssel uns gegeben wurde. Den habe ich auch schon längst. Habe ich schon längst geholt. Habe ich den Schlüssel schon. Jetzt ist er in den Keller gerannt. Da war ich auch schon längst. Da ist ein Hammer drin oder eine Kneifzange oder so. Ein Hammer, ja. Jetzt geht's nach oben. Da waren wir auch schon. Schon längst waren wir da. Er wurde gesehen, rennt runter, schließt sich ein, wartet. Wartet. Wartet immer noch. Überlegt, ob er jetzt nach oben kann. Versteckt sich wieder im Keller. Jetzt ist er nach oben. Okay. Da war ein roter Schlüssel. Den haben wir schon benutzt. Ich weiß nicht mehr wo, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den roten Schlüssel bereits benutzt haben. Was machst du jetzt noch hier drin? Nichts? Du wartest, bis der weg ist. Jetzt geht er raus. Klettert auf den Dachboden. Hier gibt es eine Kamera, ein paar Batterien, das VHS-Tape. Ja. Kann er aufmachen? Kriegt einen neuen Schlüssel? Haben wir schon gemacht? Ja. Das ist noch zu. Das bleibt eine Weile zu. Das kriegst du nicht auf. Das schaffst du nicht. Du hast nicht den nötigen Schlüssel. Wie ist mein wie warte. Ist der rote Schlüssel dafür verantwortlich, dass man raus kann? Warum ist es hier so scheiße dunkel?
Wo ist mein roter Schlüssel? Ha. Hm? Meint ihr, der geht verloren, weil das Game verbuggt ist? Das war wegen Nachtsicht? Rot ist für die letzte Tür? Nein, für die letzte... Achso, ja. Nein. Der große Schlüssel ist für die letzte Tür. Ich sollte... Ich will das einmal durchgespielt haben. Sonst habe ich das Gefühl, das Game hat mich gebrochen. Wo hat ihr den Schlüssel gefunden? Hier drin irgendwo, right? Entweder hier oder im Nebenzimmer. Ich glaube, der lag bei ihm hier. Oder so. Wenn der das in 7 Minuten kann, kann ich das in 5. Schlüssel, check. Diesmal lassen wir uns nicht abhängen. Okay. War hier noch irgendwas? Ah, hier drin. Ja, hab ich. Wir warten kurz, bis er herkommt, dann zappe ich an ihm vorbei und renne hoch. Der ist aber ganz schön lange oben. What the heck? Bro, wo bist du? Alles in... Oh, ich bin hängen geblieben. Alles in bester Ordnung, Chat. Das haben wir 0, nichts raus. Glaub mir. Blop, 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 blop. Blop, 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 blop. Junk, 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 junk. Okay. Der rote Schlüssel, ja. Ab jetzt könnte ich vielleicht schon durch die Haustür entkommen. Ach, wisst ihr was? Scheiß drauf. Ich will das Spiel nie wieder sehen. Und wenn die... Wartet. Wie kann ich das beendesten? Mods, wenn ihr wisst, wie man eine Wortkombination blockt, dann Clownart, bitte. Schreibt das auf die schwarze Liste, damit niemand das jemals wieder in den Chat schreiben kann. Dummes Scheißspiel, dreckiges. Ich sollte mein Geld zurückverlangen. Ich sollte einen Beschwerdebrief schreiben. Was ist das für eine Kacke? Okay, Chat. Woo! Das war doch was. Clownart. Clownart. Großartiges Game. Großartiges Game. Fast durchgespielt. Fast durchgespielt. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Was machen wir mit unseren verbleibenden 40 Minuten sexy Stream?